Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play DSA 3 Schatten über Riva. Nachdem wir den Barbarat-Stab entziffert haben lassen, sind wir jetzt im Bau der Königin angekommen und wir sind durch die komplette erste Etage durch, gehen jetzt auf die zweite zu. Ich bin schon gespannt. Bei Ingerims blauem Daumen, stöhnt Ava von Haben auf, ich will mir nicht noch mehr blaue Flecken einhandeln und Saugfüße wie ein Krakenmolch habe ich auch schon. Wollt ihr den Abstieg nach unten trotzdem versuchen? Ja. Die Götter mit uns, ruft Ava von Haben trotzig und klettert in den Gang. An ein Festhalten ist nicht zu denken, der Gang ist viel zu steil. Autsch, ich hab's doch geahnt. Wie nicht anders zu erwarten, trägt Ava von Haben wieder Blessuren bei den wilden Überschlägen davon. Das ist aber auch eine Rutschpartie. Wahnsinn. Oh. Ein Gestöhne. Gut, aber herzlich willkommen in der zweiten Etage. Hier können wir uns ein wenig ausstatten mit allem, was es so gibt, was man so findet. Und ich denke mal, heilen ist jetzt im Moment nicht drin. Wir gehen also ganz normal weiter. Erst einmal links herum. Das Ei in Ava von Habens Gepäck leuchtet kurzzeitig hell auf. Wie unter einem Keulenschlag zuckt sie zusammen. Die Königin hat uns entdeckt. Ich konnte es fühlen. Oh je. Oh, was haben wir hier? Vor euch ist eine Grube in den Gang eingelassen. Sie ist circa 2 Mannslängen breit und bis zum Rande mit Gerippen und Leichnamen gefüllt. Woher all die Toten kommen, lässt sich nicht sagen. Der Anblick ist furchteinflößend. Wollt ihr versuchen, die Grube mit einem Sprung zu überqueren? Nein. Wir versuchen es anders. Wir stellen einfach mal Kaldrin hier hin. Antimagie, Illusionen. Hier ist keine Illusion. Ja, dann werden wir es überqueren. Im Sprung werdet ihr nach unten gerissen. Die grässlichen, verunstalteten Leichen stecken ihre Arme hoch und zerren euch in die Grube. Übler Gestank schlägt euch entgegen. Arme und Hände mit grün-weißer Haut und fleischlose Knochen versuchen euch abzuhalten, zu der anderen Seite der Grube zu gelangen. Als ihr es geschafft habt, verschwinden die Leichenteile. Eine Illusion. Aber das Erlebte lässt euch nicht so schnell los. Aber von Habens Gewandtheit sinkt um 3 Punkte. So wie bei allen anderen auch. Die Totenangst ist natürlich jetzt ein bisschen höher. Durin hat eine neue Stufe erreicht, denn auch das hat uns AP gegeben. Wir werden mal gucken, was wir bei ihm steigern können. Machen wir ja auch wieder Gewandtheit, denn die ist ja gerade runtergegangen. Und wir nehmen die Goldgier runter, ist misslungen, aber das ist ja auch egal. So, wir sind also auf der anderen Seite der Grube und hier haben wir eine komische Flüssigkeit. Bitte klickt sie nicht an, geht nicht auf diese Flüssigkeit zu. Geht erstmal durch den linken Raum und lauft hier entlang, mal sehen, was wir hier so finden. Bisschen schneller hier. Ist ein weiter Weg. Gerade wollt ihr die nächste Höhle betreten, als sich euch ein seltsames Schauspiel bietet. Ein blauer Barbaratwurm hat sich in die Höhe gereckt, um einen bernsteinfarbenen Klumpen zu verschlingen, der an der Decke, der an der Spitze eines von der Decke hängenden Tropfsteins sitzt. Ihr könnt plötzlich eine merkwürdige Folge von Tönen hören. Leider lässt sich ihr Ursprung wegen der Echos in den Gängen nicht ausmachen. Kurz nachdem sie verklungen sind, ist ein schabendes Geräusch zu vernehmen. Ein Rechtschreibfehler, juhu! Okay, wir haben jetzt das schabende Geräusch nochmal ganz kurz mitbekommen und ich zeige euch mal ganz kurz, was wir mit den mitgenommenen Waffen machen können. Oder auch nicht. Braucht man erst die Giftdorn, wir versuchen es mal. Nein. Schade. Okay, weiter geht's. Wir werden erstmal den Barbaratwurm erledigen, denn der hat es nicht nötig zu leben. Zaubern, Kampf, Fulmen. Oh, daneben? Dann versuchen wir es gleich noch einmal. Zaubern, Kampf, Fulmen auf den Wurm. Zaubern, Kampf, Fulmen. Oder auch nicht. Mein Gott, immer diese Beschränkungen durch die Leute, die im Weg stehen. Furchtbar. So, du sicherst erst einmal. Kaldrin sichert auch.
Und ich glaube, es reicht, wenn Durin, Melina und Ava sich jetzt alleine um ihn kümmern. Na, was sag ich? Sehr schön, jetzt gehen wir an diesen, an diese Flüssigkeit, denn die können wir gut gebrauchen. An der Spitze des Tropfsteins hat sich ein bernsteinfarbiger Klumpen gebildet. Wollt ihr ihn abbrechen? Ja. Nachdem ihr den Klumpen abgebrochen habt, fließt aus der Spitze des Tropfsteins eine bernsteinfarbene Flüssigkeit. So, wir machen das Ganze so lange, bis wir genug haben. Und jetzt kommt nichts mehr raus. Geht's hier noch weiter? Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren oder ob wir hin müssen. Wir gucken uns einfach mal um. Und wir sind ganz woanders. Aber wir kommen wieder zu dem Weg, bei dem wir schon waren. Ihr haltet den Atem an, als ihr erkennt, was sich vor euch in der Höhle befindet. Um einen grünen Borbaratwurm scharen sich 15 graue Borbaratwürmer. Sie bewegen sich allesamt nicht und nehmen euch offenbar nicht wahr. Was wollt ihr tun? Vorsichtig den Raum durchqueren, die Borbaratwürmer angreifen, einen anderen Weg suchen. Wir suchen einen anderen Weg, wir drehen um. Das müssen wir uns nicht geben. Wir laufen wieder komplett zurück und gehen durch die zweite Illusion, nämlich durch die Feuerwand. Die hat man schon leicht gesehen, als wir uns eben zur anderen Seite gedreht haben. Kaldrins Gewandtheit steigt wieder und genauso auch die bei allen anderen, denn sie haben es geschafft. Sie haben die Höhle ja wunderbar überwunden, beziehungsweise diese Fallgrube. Jetzt sind wir wieder zurück mit dem Tropfstein, bei dem Tropfstein. Wir gehen einfach durch die Illusion durch. Hier geradeaus haben wir ja auch etwas. Ja, aber da gehen wir nicht lang. Das sieht gefährlich aus. Gehen wir lieber hier hindurch. Vor euch schlagen Flammen aus dem Boden, deren Hitze kaum erträglich ist. Wollt ihr die Flammen tatsächlich durchqueren? Ja. Nein, schreit Melina auf. Ich wage es nicht, der Tod ist uns gewiss. Dann machen wir es anders, dann trennen wir einfach Ava von der Gruppe. Und nehmen jetzt auch Ava von Haben. Und die geht einfach durch. Wagemutig stürzt ihr euch durch die Flammen. Eure Haut scheint unter der sengenden Hitze Blasen zu bilden und zu verschmoren. Schmerz durchzuckt euch. Auch die Tatsache, dass die Schmerzen auf der anderen Seite schlagartig verschwinden und ihr das Ganze als Illusion erkennt, verhindert nicht, dass dieses Erlebnis Folgen hat. Die Gewandtheit sinkt. Das Schöne ist, es sinkt alles nur bei Ava von Haben. Wir sind wieder zusammen und jetzt können wir gemeinsam die Illusion durchschreiten. So, gucken wir doch mal, wo wir jetzt hinkommen. Ah, hier geht's ganz woanders lang. In der Mitte des ansonsten leeren Raumes kämpfen zwei Borbaratwürmer miteinander. Ihre Klauen sind ineinander verhakt und nur schwer kann man zwischen den beiden einen bernsteinfarbenen Klumpen ausmachen, um den es den beiden geht. Zornige Brummtöne ausstoßend zieht sich schließlich einer der beiden langsam rückwärts in den Gang nach Norden zurück, wobei ihm der andere folgt. Der Kampf der Borbaratwürmer. Na super. Oh, was haben wir denn hier? Gleich am Höhleneingang haben sich zwei blaue Borbaratwürmer mit ihren Klauen ineinander verhakt. Als wollten sie miteinander ringen. Doch als sie euch bemerken, eilen sie sofort auf euch zu. Zaubern, Kampf, Fulmen. Auf irgendeinen. Oh, da steht wieder alles im Weg hier. Dann geh erstmal nach da. Zaubern, Kampf, Fulmen. Fulmen. Beweg dich schon mal hin, aber greif ihn an. Angriff Melina. Auf den anderen Wurm. Ja, was für ein Schauspiel. Also was wir schon wieder alles erlebt haben, meine Güte. Angriff. Du bewegst dich mal zur Seite. Zaubern, Kampf. Fulmen auf den Wurm. So, und jetzt bewegst du dich hin und dann kannst du ihn in Ruhe angreifen, ohne dass er dich angreift. Melina bewegt sich erstmal hier vorne hin. Sichert erstmal Angriff von Jacinda.
Und das war der erste Wurm. Sicher erstmal. Aber von Haben wird von der anderen Seite angreifen. Sie ist ja schon mehr angeschlagen oder größtenteils angeschlagen. Deswegen wird sie erstmal versuchen, ein wenig weiter weg zu bleiben. So, aber nun müsste ja bald wieder erledigt sein. Angriff. Macht das elende Vieh fertig. Melina bewegt sich auf den Wurm zu, macht einfach mal einen Schuss. Und der Rest prügelt wieder rauf. Ja, der ist ein bisschen hartnäckiger, der geht nicht so leicht. Aber auch ihn haben wir geschafft. Sehr schön. Was haben wir denn hier Schönes? Nur tote Käfer und Termiten. Wollt ihr den Haufen näher untersuchen? Ja, der Anblick der Überreste von toten Käfern und anderen Krabbeltieren lässt euch schließen, dass es sich bei ihnen um eine der Hauptnahrungsquellen der Borbaratwürmer handelt. Von den meisten Tieren sind nur noch leere Schalen übrig. Glück muss man haben, sagt Kaldrin zufrieden. Wieder was gefunden, das als Notausrüstung dienen kann. Diese Krallen erinnern mich entfernt an ein Schnitzwerkzeug. Sie sind sicherlich nicht nur als Waffen zu verwenden. Krallen, Käferkrallen, die geben wir gleich mal Melina. So, und dieser Termitenpanzer, den können lediglich Durin und Ava von Haben tragen. Sind im Prinzip mit einem Schuppenpanzer zu vergleichen. Und die anderen beiden haben noch ihre normalen Käferpanzer. Nein, Melina kriegt noch einen. Und eine Kralle geben wir Ava. Die hat leider diese Flöte nicht mehr. Die geben wir ihr auch. Nee, nicht Melina, sondern Ava. Und dann geht's weiter. Was haben wir hier? Diese Pflanzen könnten ihre Nahrung sein, meint Ava von Haben. Aber vielleicht lässt sich ja noch etwas anderes in diesem Haufen finden. Aus ähnlichen Pflanzen haben wir als Kinder immer Flöten gebastelt, fügt Melina hinzu. Pflanzenstiel. Na, den nehmen wir doch auch gleich mal mit. Ihr könnt plötzlich eine merkwürdige Folge von Tönen hören. Leider lässt sich ihre Ursprünge wegen des Echos nicht ausmachen. Ja, das kennen wir schon. Und irgendwo ist ein schabendes Geräusch zu hören. Das heißt, dass irgendetwas hier eine Flöte spielt. Wir merken uns das Ganze einfach mal. Versuchen wir erstmal geradeaus weiterzufinden, weiterzukommen. Die Gänge sind aber auch verflucht lang, meine Güte. Oh, hier Schluss. Hier kommen wir nicht weiter. Aber von Habens Gewandtheit steigt aber wieder. Das ist schon mal gut. Ja, wir haben schon einiges an Zeit hier drin verbracht. Immerhin fast zwei Parts. Und es wird noch ein dritter folgen. Das ist sicher. Was könnten wir hier haben? Ein Durchgang. Wir gucken erstmal, dass wir das, was wir gefunden haben, verwenden können. Und zwar werden wir jetzt diesen Stachel mit dem Grashalm benutzen. Gekonnt sticht Ava von Haben mit dem Stachel durch die Längsachse des Pflanzenstiels. So, jetzt haben wir hier ein Blasrohr. Und das Blasrohr werden wir noch mit der Käferkralle verbinden. Aus einem Blasrohr könnte man doch noch etwas ganz anderes machen. Ava von Haben schnitzt mit der Käferklaue emsig an dem Blasrohr herum. Und hält schließlich strahlend eine Flöte in die Höhe. Diese Flöte geben wir Melina, denn sie hat ja das beste Verständnis für Musik. Der Raum um euch verschwimmt. Mit einem Mal nichts. Nichts scheint mehr real zu sein. Traumbilder erscheinen vor euren Augen, die ihr schon nach kurzer Zeit nicht mehr von der Realität unterscheiden könnt. Wieder eine Täuschung der Königin. Sicher will sie uns vom Weg zu ihr abbringen, kann Ava von Haben gerade noch sagen. Ehe ihr alle vergesst, dass ihr hier auf der Suche nach dem von Borbarat geschaffenen Übel seid. Oh, das ist ein gefährliches Unterfangen, was uns hier geboten wird.
So viel sei gesagt, die Fragen bzw. die Dinge, die jetzt kommen werden, die stellen immer das Schlimmste dar und um sich dieser Illusion zu erwehren, müssen wir versuchen, dem Bösen nahe zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich so tun, als wären wir das Böse. Unvermittelt stehst du vor einer Wand mit zwei Türen. Sie sind völlig gleich. Du weißt, eine von ihnen musst du wählen. Verschwommen nimmst du auf einmal die Gestalt Hohezahls wahr. Nimm die linke, wispert er dir zu. Welche Tür durchschreitest du? Wir nehmen die rechte. Wir sind ja das Böse. Warum willst du nicht auf mich hören? Das wird doch dein Tod sein. Aber noch ist es nicht zu spät. Kehre um, bevor die Falle zuschnappt. Willst du umkehren oder todesmutig abwarten? Wir warten todesmutig ab. Die Tür schlägt hinter dir zu. Aus dem Boden quillt grünlicher Rauch, der dich einhüllt und deine Sinne verschwinden lässt. Plötzlich verschwimmen alle Bilder wieder und die Szenerie wechselt. Wie aus dem Nichts blitzt vor dir der Strahl eines Schwertes auf. Der Stahl, oh, und fährt in deine Eingeweide. Deine Tage in Aventurien sind zu Ende. Dein Geist entweicht deiner sterblichen Hülle und scheint über den Kampfgeschehen zu schweben. Unter dir siehst du, wie deine Kampfgefährten von einer Horde Oger attackiert werden. Bald werden sie ebenfalls tot sein. Willst du warten, bis Golgari dich in Borons Hallen holt, dich auf die Oger stürzen oder abwarten? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da weiß ich jetzt nicht, was ich antworten soll. Ich denke mal, ich werde abwarten. Sanft ergreift dich ein großer Rabe und trägt dich mit mächtigem Flügelschlag zu den Hallen Borons des Milden. Plötzlich verschwimmen alle Bilder wieder und die Szenerie wechselt. Du befindest dich am Rande eines Abgrunds. Keine zwei Schritte hinter dir geht es unsagbar in die Tiefe. Von vorne stürmt eine Horde wilder Orkkrieger auf dich zu. Willst du dich in den Abgrund stürzen oder diese paar Orks niedermachen? Nein, wir stürzen uns herunter, wir sind natürlich todesmutig, wir haben keine Ahnung, was wir tun. Todesmutig wendest du dich um und wirfst dich gegen dem sicheren Tod entgegen. Schon vermeinst du, Golgaris schwingen zu hören, als dir das Adlergewand in deinem Rucksack einfällt. Willst du das Adlergewand herausholen oder lachend dem Tod ins Auge sehen? Wir sehen ihm lachend ins Auge. Dein Lachen erstirbt, als dir bewusst wird, dass dein Ende bevorsteht. Langsam verblassen die Illusionen und ihr findet euch in den Höhlen der Königin wieder. Bei Hesinde, so einen mächtigen Verwirrungszauber habe ich noch nie erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer die richtige Entscheidung getroffen habe. Denkt schlecht, um gut zu sein, flüstert eine euch nicht unbekannte Stimme. Aber von Haben schaut um sich, kann aber niemanden sehen. Ja, das ist das, worüber wir eben gesprochen haben. Und wir sind wieder in dem Raum. Du bist im Körper eines der Gardisten von Bospa. Vor dir auf der Streckbank liegt der entkräftete Ruhezahl. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen. In deiner Hand hältst du eine Urne aus Ton mit seltsamen Runen darauf. Willst du die Urne zu Boden werfen, die Rune öffnen oder Ruhezahl befreien? Wir öffnen die Urne. Du öffnest die Urne und sogleich kriecht ein Borbaratwurm über deine Hand auf Ruhezahls Mund zu. Willst du lachend zusehen oder den Wurm vernichten? Wir sehen lachend zu. Unter deinem Gelächter kriecht der Borbaratwurm in Ruhezahls Mund. Warum der Magier dabei so entsetzt reinschaut, ist dir ein Rätsel. Plötzlich verschwimmen alle Bilder wieder und die Szenerie wechselt. Wie aus dem Nichts blitzt vor dir der Stahl auf. Diesmal werden wir versuchen abzuwarten oder uns auf die Oger stürzen, abzuwarten. Dein Warten ist zu Ende, du hörst die Schwingen des großen Raben, der dich alsbald über das Nirgendmeer trägt. Plötzlich verschwimmt die Szenerie. Plötzlich erwachst du aus tiefem Schlaf. Da ist es wieder. Ein Kind schreit um Hilfe. Rauch und Brandgeruch kitzeln deine Nase. Die Herberge brennt. Willst du aus dem Fenster ins Freie springen, nach dem Kind suchen oder versuchen, das Feuer zu löschen? Wir springen einfach ins Freie. Als du das Fenster aufreißt, lodern die Flammen noch höher. Wieder hörst du das entsetzte Schreien des Kindes. Trotzdem springen oder nach dem Kind suchen. Wir springen trotzdem. Mit einem Sprung gelangst du ins Freie. Der Schmerz in deinem Knöchel lässt dich aus dem Traum erwachen. Du liegst in einem Bett der Herberge und leise knistert die Kerze auf deinem Nachttisch, während du von unten das hungrige Schreien eines Kindes hörst. Langsam verblassen die Illusionen und ihr findet euch in den Höhlen der Königin wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer die richtige Entscheidung getroffen habe. Handelt, wie ihr handelt, niemals handelt, würdet, handeln würdet.
Wir sind wieder verkehrt. Das ärgert mich jetzt total. Einmal versuchen wir es auf jeden Fall noch. Der Raum um euch verschwimmt. Wieder eine Täuschung der Königin. Sicher will sie uns vom richtigen Weg abbringen. Dunkelheit, Wärme, Geborgenheit. Du liegst in einer warmen Flüssigkeit und fühlst dich unsäglich wohl. Plötzlich gerät alles um dich herum in Bewegung und etwas versucht dich aus dem Hort der Zufriedenheit hinauszudrängen. Willst du mit aller Macht dagegen ankämpfen oder dich deinem Schicksal hingeben? Das sind immer Fragen, da weiß ich immer nicht genau, ob das jetzt gut ist oder schlecht, beziehungsweise Antworten. Ja, ich will mich meinem Schicksal hingeben. Mit dem Kopf voran wirst du aus deiner behaglichen Behausung hinausgedrückt. Die Wärme weicht eisiger Kälte. Etwas Raues packt dich und reißt dich in die Höhe. Ein schmerzhafter Schlag lässt dich unwirsch maulen. Kaum geboren und schon Prügel. Frau Zar, das ist kein guter Anfang. Plötzlich verschwimmen die Bilder. Plötzlich erwachst du und das schreiende Kind ist wieder da. Ja, wir springen ins Freie. Wir springen trotzdem. Alle Bilder verschwimmen. Du befindest dich in deinem Elternhaus. Vor dir steht deine Mutter und blickt ärgerlich auf dich hinab. Was für ein ungezogenes Kind du doch bist. Ich hatte dir doch verboten, mit diesem Flegel zu spielen. Zur Strafe gehst du jetzt in die Besenkammer. Was willst du tun? In die Besenkammer gehen, nach draußen rennen oder eine Erklärung versuchen? Ich renne nach draußen. Kaum bist du aus dem Haus gestürmt, als du deinen Vater vom Feld nach Hause kommen siehst. Ihm entgegeneilen, schnell um das Haus herum verschwinden. Es ist wohl besser, Frau Mutter sieht mich einige Zeit nicht, denkst du, und machst dich auf den Weg, um deine Freunde zu suchen. Langsam verblassen die Illusionen und diesmal, ich bin mir nicht sicher, ob ich immer die richtige Entscheidung getroffen habe. Das ist doch ärgerlich. So, jetzt mache ich es einfach ganz schnell, stürze mich auf die Oger. Deine Hiebe gehen, wie nicht anders zu erwarten war, durch die Leiber der Oger hindurch, ohne dass diese dich auch nur bemerken würden. Über dir hörst du das Rauschen von Schwingen. Weiter angreifen. Wieder und wieder schlägst du auf die Oger ein, doch musst du hilflos mit ansehen, wie deine Gefährten erschlagen werden. Mit einem Mal stellst du fest, dass das Schwingenrauschen nicht mehr zu hören ist. Du erkennst, was dich erwartet. Ein Leben als Untoter und Wiedergänger. So. Du befindest dich in einem Raum, dessen Wände über und über mit Spiegeln bedeckt sind. Plötzlich beginnen sich die Oberflächen der Spiegel leicht zu wellen und du siehst eine riesige Klaue, die sich langsam von der Rückseite der Spiegel nähert. Willst du versuchen, die Spiegel zu zerstören oder fasziniert zusehen? Langsam schiebt sich die Klaue, die Wellen des Entsetzens aussendet, aus dem Spiegel. Offensichtlich will die Kreatur, der diese Klaue gehört, in die Welt der Sterblichen überwechseln. Willst du die Klaue packen und der Kreatur helfen oder fliehen? Nein, wir helfen ihr. Ohne zu zögern ergreift die Kreatur deinen Arm. Du hast einem Erzdämon den Weg nach Aventurien geebnet. Als er auf der anderen Seite ist, ernennt er dich dankbar zu seinem Leibkoch. Doch dann entscheidet er, dass du eigentlich besser als sein Leibgericht taugst. So, und die letzte Szenerie. In den Abgrund stürzen, lachend dem Tod ins Auge sehen. Bei ihr Sinne, so einen mächtigen Verwirrungszauber habe ich noch nie erlebt. Aber ich denke, ich habe richtig gewählt. Ava von Haben scheint sich ihrer Sache sicher zu sein. Ihr könnt plötzlich schon wieder die Flöte wahrnehmen. Und wir haben es geschafft, wir sind durch. Wir sind auf der anderen Seite, diesmal auf dem richtigen Weg, denn nur wenn man sich sicher ist, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, dann kommt man auch wirklich weiter. Jetzt begegnen wir noch zwei Würmern, die machen wir auch noch fertig in diesem Part. Es tut mir leid, dass ihr das jetzt so lange mit ansehen musstet, aber das Schöne ist, wir haben jetzt wirklich alle Eventualitäten durch. Und die beiden Würmer machen wir auch noch fertig und dann machen wir im nächsten Part ja, etwas, was ich eigentlich noch nicht spoilern möchte. Okay, lassen wir es. Wird auf jeden Fall noch den ganzen Part in Anspruch nehmen. Von daher freuen wir uns drauf. Macht das Gewürm jetzt endlich fertig hier. Kann doch nicht wahr sein.
Man merkt, so langsam kommt bei mir auch die Ungeduld. Ich bin jetzt dabei, den 5. Part in Folge aufzunehmen, hintereinander weg. Immer wieder mit Problemen mit Fraps. Aber wir lassen uns so leicht nicht unterkriegen. Durin Randa. Angriff auf den Wurm. Auf das lästige Gewürm. Erstmal sichern. Auch du sicherst. Und wieder Angriff auf den Wurm. Damit hat er sich erledigt. Um euch herum beginnt sich alles wie Rasen zu drehen. Ihr verliert jede Orientierung. Als das Kreisen aufhört, findet ihr euch in einem scheinbar völlig anderen Gang wieder. Hinter euch erkennt ihr allerdings den Gang, von dem aus ihr den Raum betreten hattet. Zweifelsfrei wieder. Was hat sich nun wieder einfallen lassen? Rätselt Durin beunruhigt. Ja, wir sind jetzt in der 3. Ebene, nämlich im Labyrinth der Königin. Hier beende ich erstmal den Part. Ich danke euch fürs Ansehen. Wir hören uns im nächsten Part wieder. Bis nachher und viel Spaß.